Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Rank. Das ist die erste Folge für heute. Später kommt für euch noch das Was wäre wenn in Mittelerde. Ja, ihr merkt schon, heute zwei Folgen. Die anderen beiden Folgen der Woche habe ich ja schon, aber die heutigen beiden habe ich bisher nicht geschafft, deswegen heute zwei. Jetzt ist halt schon leider relativ spät am Abend, das seht ihr gleich. Ich hoffe, dass die Folgen heute deswegen online gehen. Sicher sagen kann ich es bedauerlicherweise nicht. Ja, das letzte Mal hatten wir eine Tierlist von den Orks und Uruks aus der Herr der Ringe und der Hobbit. War jetzt nicht die mega lange Tierlist, aber war trotzdem knapp eine Stunde. Ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, wie sie angekommen ist. Also ich würde jetzt gerne was sagen, wie sie angekommen ist, aber tatsächlich weiß ich es nicht. Denn es gab leider kein Feedback und auch kein Like. Es gab auch nur 4 Aufrufe. Deswegen habe ich heute mal ja ein anderes Thema. Ich sage es gleich, es wird keine lange Tierlist wahrscheinlich und es wird wohl eine relativ emotionale Tierlist. Aber das seht ihr gleich. Und zwar geht es heute um eine Tierlist von den Order 66 Szene. Ja, heute geht es um Star Wars. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal wegen Star Wars Tierlist gefragt. Darauf hatte ich leider kein Feedback, aber ich habe mich jetzt entschieden, heute eine zu machen. Man soll dazu sagen, ich bin nicht 100% deep into Star Wars. Also schon, aber nicht 100%ig. Und ja, ich mache das jetzt relativ spontan. Einfach die Zeit, ihr seht es ja jetzt gerade, 8:45 abends. Die Zeit ist einfach recht begrenzt und deswegen habe ich jetzt die relativ spontan gewählt und kann darauf deswegen nur spontan antworten. Wie ihr unten seht, es sind nicht viele Szenen, die wir hier einranken werden. Es sind 15. Und es gibt die Kategorien S-Rang, A-Rang, B, C und D-Rang. Da hier oben nicht steht, nach was man es ranken soll, steht hier nur alle Order 66 von Filmen, Spielen, Serien etc. Werde ich daran nach ranken, wie traurig ich die Szenen finde, wie emotional ich sie finde. Denn Order 66 ist ja eine recht emotionale Geschichte. Das ist ja immerhin die Auslöschung des, naja, fast kompletten Jedi-Ordens mit ein paar einzelnen Ausnahmen, wo zumindest des Großteils des Jedi-Ordens. Und ja, deswegen, wie gesagt, es wird eventuell emotional. Wie immer ist es natürlich nur meine Meinung. Wie immer alle Arten von Feedback gern gesehen. Lob, Anregungen, Kritik, Vorschläge, Wünsche, vielleicht auch eigene Listen. Und wenn ich irgendwo Mist erzähle, dann bitte korrigieren. Wie gesagt, ich bin nicht 100% in Star Wars drin. Ich würde sagen, schon relativ, aber nicht 100% und genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach an. Ja, ihr merkt schon, ich bin jetzt gerade ein bisschen angespannt, weil ich weiß gar nicht, ob das Thema euch so recht ist. Wie gesagt, es gab kein Feedback zum Thema. Aber legen wir einfach los. Ja, und los legen wir mit Ahsoka. Aus Clone Wars. Oh Mann, Ahsoka, das ist gleich schon echt ein hartes Stück, weil Clone Wars ist einer meiner absoluten Lieblingsserien, muss ich sagen. Also nicht nur von Star Wars, sondern auch allgemein feiere ich diese Serie sehr und ich mag Ahsoka auch sehr gerne. Und gerade in der Serie, beziehungsweise auf dem Film, der dazu ist, lernt man ja die Klone recht gut kennen. Gerade in den Persönlichkeiten, das war ja in den ursprünglichen 6 Filmen nicht unbedingt so der Fall. Aber gerade in der Clone Wars Serie lernt man die Klone ja sehr, sehr gut kennen. Unter anderem natürlich Captain Rex. Zu der Zeitpunkt Commander Rex. Einer der Hauptfiguren, würde ich sagen. Auf jeden Fall einer der wichtigsten Klone. Vielleicht nicht der wichtigste, aber er gehört zu den wichtigsten. Und ein sehr enger Freund von unter anderem Ahsoka. Das sieht man ja auch schön kurz vor der Order 66 Szene. Eben auch von Anakin natürlich. Den er ja auch über alle Maßen schätzt, der, wie wir wissen, zu Darth Vader gerade in dem Moment wird, weil er sich eben gegen die Jedi und für Darth Sidious entscheidet. Und ja, die Szene ist halt einfach scheiße bitter. Sie ist scheiße bitter. Wir erfahren in Clone Wars von den Inhibitor-Chips,
die in Kopf eines jeden Klons eingepflanzt werden und die die Klone quasi zu hirnlosen, wie war es so schön, zu hirnlosen Droiden machen. Das ist halt echt bedauerlich, weil die Klone, also was heißt bedauerlich, es ist beschissen eigentlich, weil die Klone sind, da gibt es so coole Charaktere, nicht nur, aber so coole Charaktere und mit dem Inhibitor-Chip, sie können nichts mehr machen. Es ist wie ein Zombie-Modus. Die Klone schalten komplett um und sie können nichts mehr machen. Und ja, werden halt durch Order 66 aktiviert. Eben auch Byrex, der dann versucht, Ahsoka zu töten. Genauso wie alle anderen Klone. Ja, ich weiß, Rex Inhibitor-Chip wurde später entfernt. Und er sagt ja, er entschuldigt sich ja auch bei Ahsoka. Er sagt ja dann, er wusste, was er tut, aber er konnte nichts machen. Dazu muss man ja auch bedenken, dass Rex versucht hat, gegen den Inhibitor-Chip anzukämpfen, so ein paar Sekunden lang. Hat er es geschafft, also genau gerade lang genug, damit sie von Fives halt erfährt, beziehungsweise sie Fives suchen soll. Wahrscheinlich, weil er vom Inhibitor-Chip durch Fives wusste. Aber er konnte halt nichts machen und das macht so bitter. Vor allem dann auch die Tatsache, dass die ganzen anderen Klone alle sterben, weil, naja, Ahsoka und Rex sie töten müssen, beziehungsweise sie tun sie ja nur bewusstlos schießen, aber der Kreuzer stürzt ja ab. Unter anderem Jesse zum Beispiel, auch ein sehr cooler Klon. Alter, das bricht mein Herz. Das bricht wirklich mein Herz. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Anakin Ahsoka unterbewusst auf genau die Situation vorbereitet hat. Er hat ja mit ihr Übungen gemacht, wo sie eben gelernt hat, aus vielen Richtungen gleichzeitig Gegner abzuwehren. Eben die Klone, die da haben sie halt natürlich mit Betäubungsschüssen nur geschossen. Aber während der Order 66 war es natürlich tödlicher Ernst. Und sie hätte sehr leicht sterben können. Sie hatte relativ viel Glück und ich bin froh, dass Rex nicht getötet wurde. Er ist ja auch später sehr wichtig, in Rebels zum Beispiel. Aber der Inhibitor-Chip, der macht halt das so grausam, weil die Klone, das sind gute Leute und sie wollen eigentlich nichts Böses, aber sie haben halt keine Wahl. Sie haben keine Wahl. Es ist ein Schnipp und danach sind sie die größten Feinde. Und das ist. Ach, auch wie Rex versucht, zu Jesse durchzudringen und es einfach nicht kann. Ja, ihr merkt schon. Ihr merkt schon. S-Rang. Ich glaube, das überrascht keinen. Das ist halt einfach ungeheuer bitter. Also gerade mit Rex, aber auch mit den anderen. Es ist ungeheuer bitter. Auch weil Ahsoka ja Order 66 halt quasi eine leichte Vorwarnung kriegt durch die Machtvision von Anakins Fall zu Darth Vader und. Ja, jedes Mal kriegt mich die Szene. Ich habe wirklich Tränen in den Augen bei der Szene. Es ist einfach bitter. Sorry, sorry. Okay, zweite Szene. Aayla Secura aus dem Die Rache des Sith-Film. Aayla Secura ist weniger bitter, aber mit Background finde ich auch das hier sehr bitter, muss ich sagen. Sie wird auf Felucia getötet. Von Commander Bly und halt ihrem Chor, beziehungsweise seinem Chor. Es ist eine sehr kurze Szene. Sie wird ja hingerichtet im Grunde. Ihr wird in den Rücken geschossen. Sie kann nicht mal die Waffe ziehen. Sie war so perplex, dass sie nicht mal die Waffe ziehen konnte und einfach niedergeschossen wird. Ich finde die Szene deswegen so bitter, weil ich weiß, wie gesagt, ein bisschen recherchiert habe ich schon und ich weiß, dass das eine Art Gnade für Secura tatsächlich war. Also man fragt sich vielleicht, warum die Klone bei ihr so grausam waren oder so krass waren, dass sie ihr in den Rücken geschossen haben. Und sie wird ja von vielen Blasterschüssen eingedeckt. Nicht nur ein oder zwei, sondern vielen, um sicher zu sein, dass sie wirklich tot ist. Der Punkt, warum die das gemacht haben, war Respekt. Es war Respekt. Sie wollten, dass sie einen schnellen Tod stirbt und dass sie nicht leiden muss. Das ist wirklich auch krass, muss ich sagen. Es ist nicht so krass wie bei Ahsoka, aber es macht mich schon auch sehr traurig mit Secura, weil war auch eine gute Jedi, hat ihre Klone gut behandelt und hat so ein Schicksal einfach absolut nicht verdient. Aber das trifft ja auf die meisten Jedi zu. Nicht alle Jedi, finde ich, aber die meisten schon. Ja, ich schwanke gerade zwischen A oder B-Rang. In S-Rang würde ich sie nicht packen. Ich finde, dafür geht die Szene einfach zu kurz. Die Szene ist ja wirklich sehr kurz. Ich würde erstmal sagen A-Rang. Könnte sich noch ändern, aber fürs erste A-Rang.
So, nächster Charakter, Deepa Bilaba aus Rebels. Ist auch eine sehr bittere, ja, obwohl, ich würde nicht sagen sehr bittere Szene, aber auch eine traurige Szene, finde ich. Das ist ja ein Rückblick. Da erzählt halt Kanan gerade, da haben die Rebellen gerade halt Rex, Gregor und Wolf getroffen, haben gemerkt, was Klone sind, und Kanan hat ja sofort die Waffe gezogen, genauso wie Wolf die sofort angegriffen hat, aus Angst, weil er denkt, die wollten sich rächen. Und dann erzählt er ja Ezra von der Order 66, von seiner Meisterin, die Babylaba, wo er eben noch ein Padawan war, die auch ziemlich krass erschossen wird eigentlich. Also sie wird ja umzingelt von den Klonen. Sie kann ja ein paar abwehren, ist halt kurz abgelenkt, weil sie zu Kanan sagt, er soll fliehen, er soll wegrennen. Und wird halt dann verletzt und getötet. Ja, also es ist halt auch deswegen bitter, weil, wie gesagt, es gehört halt zur Serie, zu Rebels, zum Nachfolger von Clone Wars. Man weiß halt, die Klone haben das nicht freiwillig gemacht, wegen dem Inhibitor-Chip. Und ja, ich würde auch die Deepa Bilaba nicht als die schlechteste Jedi bezeichnen. Ihren Tod finde ich jetzt nicht so tragisch, wie zum Beispiel Sekuras Tod oder wie halt der Kampf bei Ahsoka. Sie ist ja eine der wenigen überlebenden Jedi. Aber ja, man merkt halt bei Kanan den Schmerz und die Verwirrung und auch die Verbitterung, dass die Klone sie verraten haben. Er sagt ja selber, die haben erst später erfahren vom Inhibitor-Chip und dass die Klone keine Wahl hatten. Ich würde erstmal sagen B-Rang. In A-Rang, finde ich, gehört die Deepa Bilaba nicht, aber weiter drunten würde ich sie auch nicht zählen. So, nächste Szene. Obi-Wan. Commander Cody, der von Sidious, der einer derjenigen ist, die persönlich von Sidious den Auftrag bekommen haben, Order 66 auszuführen. Auch das ist bitter. Zumindest, wenn man die Clone Wars Serie kennt, wo man eben merkt, wie eng Cody und Obi-Wan stehen. Das merkt man auch ein bisschen im Film. Die Szene kommt ja auch aus Die Rache der Sith. Man merkt es auch ein bisschen im Film, weil Cody kurz zuvor Obi-Wan sein Lichtschwert zurückgibt, was er im Kampf gegen Grievous verloren hat. Grievous ist ja zu dem Zeitpunkt schon getötet worden. Und er hat sein Lichtschwert halt im Kampf verloren. Cody gibt es ihm zurück. Und Obi-Wan hat ja seinen, ich weiß gar nicht, wie das Reittier heißt, wie die Echse heißt. Also der Name ist Boga, aber das war nicht der Name der Art, sondern nur der Name von eben dem Reittier selber. Auf jeden Fall, er ist halt gerade weggeritten und Cody bekommt eben dann den Befehl von Sidious und schießt ja mit einem Panzer auf Obi-Wan. Auch einer der wenigen Jedi-Meister, die überleben, weil er fällt, wegen Boga im Grunde, weil Boga ja den Hauptteil des Schusses abfälscht. Gerade im Buch erfährt man das, also im Buch zu Die Rache der Sith, dass Boga quasi einen Sprung macht, ein Hindrehen zum Schuss, um Obi-Wan zu retten. Und ja, Cody wollte die Leiche sehen. Im Buch erfährt man das. Er wollte die Leiche sehen. Er wusste genau, wie hart Obi-Wan zu töten sein würde. Er war nicht sicher, ob Obi-Wan wirklich tot ist. Und ich glaube, er war bis zum Ende nicht sicher, ob Obi-Wan wirklich tot ist. Ja, also im Film ist es auch eine traurige Szene, weil das ist halt die erste Order 66 Szene im Rache des Film. Aber mit dem Hintergrundwissen aus The Clone Wars und teilweise eben aus dem Buch finde ich halt auch das extrem, extrem traurig, weil Obi-Wan gehört halt mit zu meinen Lieblingscharakteren. Also ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Jedi. Ja, mindestens A-Rang. Ich überlege gerade, ob ich es in S-Rang packe. Das Problem ist halt bei den Die Rache der Sith oder 66 Szenen, dass die alle relativ kurz sind, relativ schnell gehen und nicht so intensiv sind wie zum Beispiel eben bei The Clone Wars oder bei Rebels. Oder teilweise auch anderen. Ich würde sagen, also ich würde ihn über Deepa Bilaba stellen auf jeden Fall. Also wie gesagt, mindestens A-Rang. Für mich ist er auch vor Ayla Secura. Aber er bleibt im A-Rang und nicht in S-Rang, weil wie gesagt, die Szenen sind halt im Vergleich zu zum Beispiel der Szene mit Ahsoka relativ kurz. Deswegen bleibt es im A-Rang, aber es ist trotzdem echt, echt beschissen. Ja, ich benutze das Wort heute wahrscheinlich sehr, sehr häufig. Wie gesagt, Order 66 trifft mich immer wieder, egal in welchem Medium. Das merkt ihr schon. Okay, Grogu aus The Mandalorian. Oder wie er auch gern genannt wird, Baby Yoda.
Also ich muss zugeben, in The Mandalorian bin ich nicht so drin. The Mandalorian habe ich als Serie nie ganz gesehen. Ich kenne ein paar Ausschnitte, aber ich habe es nie ganz gesehen. Muss ich gestehen. Deswegen könnte es sein, dass da meine Meinung etwas verfälscht ist. Grogu ist ja auch ein überlebender Jedi. Oder besser gesagt, Jedi-Kind. Ich meine, zum Zeitpunkt vor Order 66 ist er ja im Grunde ein Säugling. Und selbst später, ich glaube, selbst am Ende ist er höchstens ein Kind. Ja, was soll ich sagen? Er wird aus dem Tempel gebracht, dabei sterben halt die Jedi werden halt niedergeschossen von den Klonen. Bis auf einen, der ziemlich viele Klone töten kann, der auch auf einem Speeder fliehen kann. Teilweise sehr, sehr knapp. Am Ende stirbt dann auch die Crew von diesem Jedi. Ich weiß leider von dem die Namen nicht. Im Kampf gegen die Klone. Und er kann halt mit dem Schiff abhauen, in den Hyperraum springen. Ja, die Szene, muss ich sagen, holt mich nicht so ab. Natürlich macht die auch traurig, weil Grogu ist halt schon echt süß. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, mit den hängenden Ohren und so, mit den großen Augen. Ist halt schon echt süß. Und es ist natürlich auch hier durchaus krass, wie viele Jedi sterben. Ich glaube, zum Schutz von Grogu sterben, glaube ich, 4 oder 5 Jedi. Die einfach nur den Kleinen beschützen wollten. Die einfach ihn in Sicherheit bringen wollten. Aber es nimmt mich jetzt nicht so mit wie die bisherigen 4, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich würde es nicht in den Rang packen, weil, wie gesagt, da sterben viele Jedi und Grogu ist halt echt süß, aber ja, für mich ist es C-Rang. Für mich steht es nicht höher, muss ich sagen. Für mich gibt's krassere Order 66-Szenen. Obwohl die eine gewisse Länge hat. Länger ist als die Rache des Sith-Szenen. Aber höher steht's für mich nicht. So, Jarrod T'Pol. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aus dem Spiel Jedi Fallen Order. Auch ein extrem beschissener Tod, der Meister von Cal Kestis. Ach ja, auch hier ist halt wieder ganz deutlich bei den Klonen zu sehen, wie sie vor Order 66 und nach Order 66 sind. Ich meine, gerade Cal redet ja mit ein paar Klonen auf dem Weg zum Training, was eben vor Order 66 stattfindet. Und die behandeln die sind ja alle sehr freundlich. Mit einem Klon hat er ja sogar den High Five. Ja, und dann kommt halt Order 66. Jarrod T'Pol ist ja auch einer der Jedi, die vorgewarnt werden, der es im Vorfeld schon spürt. Und der deswegen am Anfang, er ist halt vorbereitet, deswegen kann er die ersten Klone recht leicht töten. Er killt die Klone ja auch relativ krass, muss man schon sagen. Während man selber Spieler mit Cal Kestis halt fliehen muss, beziehungsweise die haben sich ja getrennt. Aber er stirbt ja dann letztendlich trotzdem, um Cal Kestis zu retten. Sie kommen in die Rettungskapsel, aber Jarrod T'Pol stirbt und das ist halt auch ein sehr bitterer Tod. Es ist ja ein Rückblick. Es ist auch ein sehr bitterer Tod. Ich muss sagen, auch das, ich habe auch Jedi Fallen Order nie ganz gespielt. Auch hier kenne ich Ausschnitte. Aber die Szene, die ist schon stark. Weil gerade bei Cal merkt man einfach den Schmerz, die Verwirrung, warum jetzt plötzlich alles anders ist, warum die Klone plötzlich angreifen. Und ja, die Machtfähigkeiten, also wie gesagt, T'Pol, der macht die Klone schon ordentlich fertig, der killt viele. Hat ja auch dafür gesorgt, dass dann der Kreuzer explodiert. Aber ja, er muss sich halt opfern. Und gerade das Übergeben vom Lichtschwert zum Beispiel, boah. Ja, ist für mich auch S-Rang. Steht für mich unter Ahsoka, weil, ich muss sagen, weil ich halt zu The Clone Wars stärkeren Bezug habe, weil ich Jedi Fallen Order nie gespielt habe und ich kenne große Teile des Spiels, aber ich habe es nie selber gespielt. Aber es ist schon auch eine sehr schmerzhafte Szene. Kriege ich schon auch feuchte Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nächste Szene, Ki Adi Mundi. Auch aus Die Rache der Sith. Ich muss sagen, Ki Adi Mundi ist einer der Jedi, die ich nicht mag. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und da ist es tatsächlich egal, ob jetzt The Clone Wars gemeint ist, ob Star Wars Episode 2 oder halt Episode 3 gemeint ist. Ki Adi Mundi mag ich nicht. Er steht für mich für die Jedi, die zu stolz waren, die arrogant waren, die den Jedi-Kodex komplett zu stark ausgelegt haben. Ich meine, der Typ hatte, ja, ich glaube, 5 Kinder und 3 Frauen. Und er hat sich für alle null interessiert. Null.
Die sind alle getötet worden im Lauf der Klonkriege und er hatte nur ein Schulterzucken übrig dafür. Er hat halt gemeint, ja, ist halt die Wille der Macht. Ist quasi Pech. Das ist, ja, ich mag Kia Demundi nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher wegen der Anzahl der Frauen und Kinder, aber ich weiß, dass für ihn der Jedi-Orden eine Auswahlnahme gemacht hat, weil sein Volk einfach eine sehr unregelmäßige Geburtenrate hat, da fast nur Frauen geboren werden und wenn ein Mann geboren wird wie er, ist das etwas extrem Besonderes und sie müssen halt dann auf jeden Fall alles tun, um einfach die Spezies zu erhalten, auf gut Deutsch zum Fortpflanzen. Aber es ist halt auch in The Clone Wars zum Beispiel, wie er Flammenwerfer einsetzt, lässt gegen die Geonosianer oder so. Oder in Star Wars Episode 2, wo er Stein und Bein beschwört, dass Dooku ja, also dass Count Dooku ja auf keinen Fall ein Sith sein kann, weil er ja mal ein Jedi war. Er wäre zu sowas wie einem Mord ja gar nicht fähig. Ja, der Punkt ist halt, Kia Demundi liegt immer falsch mit seinen Entscheidungen. Obwohl er als besonders, obwohl seine Rasse ja mehrere Gehirne hat und als besonders intelligent angesehen wird. Also wie ihr merkt, ich mag den Jedi nicht. Und seine Szene, die ist auf Magito, glaube ich. Das ist schon traurig auch. Weil auch hier, die Klone folgen ihm ja erst und dann eröffnen sie das Feuer. Er kann ja einige Schüsse abwehren von den Klonen, bevor er erschossen wird. Auch mit mehreren Schüssen. Aber weiß ich nicht. Ich mag halt Kia Demundi nicht so. Die Order 66 Szene, die geht halt auch nicht wirklich lang bei ihm. Also wie gesagt, er hat das Fahrt keine langen Order 66 Szenen. Deswegen, ja, ist ein D-Rang. Ist ein D-Rang. Weil hier ist nichts Dramatisches dabei, wie zum Beispiel bei Grogu mit halt Kindern, was ja, wozu wir ja noch kommen werden. Es geht relativ schnell und ich mag Kia Demundi nicht. Das ist einfach Geschmackssache. Es gibt sicher Leute, die ihn mögen und die um ihn trauern. Ich persönlich traute um diesen Jedi nicht. Es war nicht wie bei Aayla Secura oder wie bei Obi-Wan. Das ist einfach nicht derselbe Stellenwert. Ich mag diesen Jedi nicht. Deswegen, ja, D-Rang. Sorry. Darth Maul. Ich weiß nicht. Ist ja auch aus The Clone Wars. Ist halt derselbe Order 66 Befehl, wie er gegen Ahsoka gerichtet ist. Darth Maul tanzt ja ein bisschen aus der Reihe, weil Darth Maul ist ja kein Jedi. Gut, streng genommen war Ahsoka zu dem Zeitpunkt auch schon lange kein Jedi mehr. Aber Darth Maul war ja auch nie ein Jedi, sondern ein Sith. Aber der Punkt war ja, dass Darth Sidious Konkurrenz ausschalten wollte. Dass er seinen ehemaligen Schüler aus dem Weg haben wollte, weil der halt zu viel wusste. Ja, bei ihm die Szene, es ist ja im Grunde keine Szene. Er ist eben gefangen in diesem Käfig, wo er keine Macht anwenden kann. Die Klone wollen ihn erschießen. Und werden daran deswegen gehindert, weil Ahsoka sie tötet. Und Ahsoka lässt ja Darth Maul dann auch frei. Als Ablenkung. Tatsächlich. Ja, weiß ich nicht. Ich liebe Darth Maul als Charakter, muss ich sagen. Sowohl in Episode 1, als auch in The Clone Wars, als auch in Rebels. Ich liebe ihn. Aber seine Order 66 Szene fand ich nicht so krass, weil... Also ich könnte mich ja irren. Wenn ich mich irre, bitte die Kommentare. Aber ganz ehrlich, da hat man halt nicht viel gesehen. Da hat man nicht viel gesehen, muss ich sagen. Deswegen ist es für mich ein C-Rang, weil ich ihn halt mag. Und ich würde sagen, über Grogu, weil ich halt zu ihm eine stärkere Verbindung als zu Grogu habe. Wie gesagt, The Globus habe ich gesehen, The Mandalorian nur teilweise, deswegen darüber. Aber unter Deep Abilaba, weil die Order 66-Szene von Darth Maul, keine Ahnung, ich habe die nicht wirklich mitbekommen. Vielleicht ist es auch noch zu lang her. Ich muss sagen, es ist eine ganze Weile her. Meine Erinnerungen sind nicht so perfekt, aber ja, ich habe die nicht wirklich mitbekommen. Sorry. So, nächster. Plo Koon. Wieder aus der Rache der Sith. Und auch ein extrem trauriger Tod. Wieder für einen Jedi, der ihn absolut nicht verdient hat. Denn Plo Koon ist auch einer meiner Lieblings-Jedi. Auch einer der Jedi, die sich extrem stark um ihre Klone gekümmert haben. Sieht man ja schön zum Beispiel am Anfang von The Clone Wars bei der Malevolence, wo einer der Klone sagt, wir sind nun mal entbehrlich, wir sind halt nur Klone. Und was sagt Plo Koon? Nicht für mich. Das war schon stark. Und er wird ja abgeschossen. Er wird abgeschossen in seinem Sternenjäger von den Klonen, auch relativ kaltblütig. Er stirbt im Feuer. Hat er absolut nicht verdient. War auch eine traurige Szene.
Ich finde sie jetzt nicht so traurig wie die beiden hier. Ich würde sagen, ich würde es trotzdem in A-Rang setzen, aber ich finde es nicht so traurig wie bei Obi-Wan oder bei Aayla Secura. Ich mag Plo Koon lieber als Aayla Secura. Nicht lieber als Obi-Wan. Aber die Szene finde ich, ja, finde ich ein bisschen schwächer. Minimal schwächer. Über die Bilava schon. Aber unter Aayla Secura. So, nächster Charakter, Reva Savander, die dritte Schwester, die Inquisitorin aus der Kenobi-Serie. Ist auch wieder so eine Sache, könnte ich jetzt ähnliches sagen wie eben bei The Mandalorian oder wie bei dem Jedi Fallen Order Spiel. Hab ich nie ganz gesehen, hat mich stellenweise auch enttäuscht, muss ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Also ist halt eine Inquisitorin. Wie alle Inquisitoren war Reva ursprünglich ein Jedi-Jüngling oder höchstens Padawan, aber ich glaube noch Jüngling. Und sie wollte sich ja an Darth Vader rächen, aka Anakin, weil Anakin ja bei Order 66 die Klone angeführt hat beim Jedi-Tempel. Das sieht man eben auch im Rückblick. Das ist ja während ihrem Duell von Darth Vader. Das Duell finde ich ehrlich gesagt relativ amüsant, weil Vader spielt halt mit ihr. Sie hat halt gegen ihn absolut keine Chance. Er spielt mit ihr. Ich meine, er hat ja nicht mal seine Waffe gezogen. Er hat nicht mal sein Lichtschwert gezogen. Er hat die Macht benutzt und dann später hat er einen Teil ihres Inquisitoren-Lichtschwerts benutzt und sie dann mit beiden Schwertern in Anführungszeichen hingerichtet. In Anführungszeichen, weil sie ist ja nicht gestorben. Aber ja, weiß ich nicht. Auch hier, es ist halt ein Rückblick von ihr, kurz bevor Vader die Lichtschwertstöße macht. Sie sieht halt Anakin direkt, wie er die anderen, wie er die abschlachtet mit den Klonen zusammen. Auch da sterben natürlich viele Jedi, auch einige ihrer Padawan-Kollegen. Und wir wissen, Darth Vader erinnert sich an sie auch, weil er sagt ja danach, das ist wirklich, ich habe das nicht kommen sehen, Jüngling. Also er wusste genau, wer sie ist. Er wusste, hat den Verrat schon von Anfang an gewusst. Ja, das Problem ist, ich mag die Kenobi-Serie nicht so und ich mag ehrlich gesagt auch Reva als Charakter nicht so. Ich finde, es gibt wesentlich bessere Inquisitoren als sie. Vom Charakter her, auch von der Backstory her. Auch schlechtere, aber auch bessere. Ja, B-Rang oder C-Rang. In D tue ich sie nicht. Ich würde sie tatsächlich im B-Rang tun, hinter sie hier, wo ich, hinter Deepa Pilaba, vor Darth Maul und vor Grogu, weil ein bisschen emotionaler als die Grogu-Szene finde ich es schon, weil es ist halt, ja, okay, beide sind direkt im Jedi-Tempel, aber gerade, dass sie Inquisitorin wurde, macht es halt bitterer als bei Grogu, der ja nicht auf die dunkle Seite gewechselt ist. Dass sie eigentlich versucht hat, das Richtige zu tun, indem sie Darth Vader versuchte zu töten. Also diese ganze Rache-Story. Und wie gesagt, bei Darth Maul habe ich das kleine Problem, dass man von dessen Order 66 halt kaum was mitkriegt. Deswegen ist sie hier, aber nicht höher. So, Shaak Ti. Der Kenny unter den Jedi könnte man sagen, denn Shaak Ti hat so viele verschiedene Tode. Ich glaube, die hat fünf oder sechs verschiedene Tode, je nachdem, welches Spiel oder Film man hinzuzieht. Ich meine, allein in Rache der Sith, wo auch die Szene herkommt, gibt es mindestens zwei Szenen, die beide gelöscht wurden, die beide nicht im normalen Film drin sind, wo sie getötet wird. Die eine Szene ist von Grievous auf der unsichtbaren Hand und die andere ist diese hier, durch Anakin im Jedi-Tempel, während der Order 66. Ist auch eine sehr kurze Geschichte. Sie meditiert, weil sie merkt, dass was nicht stimmt. Sie meditiert, aber sie hat halt nicht, noch nichts mitbekommen. Fragt Anakin, was los ist, und er sticht sie von hinten mit dem Lichtschwert ab. Ist eine sehr kurze Szene. Auch bitter, denn Shaak Ti durch The Clone Wars, ja, ist mir halbwegs sympathisch. Ich muss sagen, auch bei ihr gibt's Jedi, die ich wesentlich lieber mag als sie. Aber halbwegs sympathisch. Und er richtet sie ja wirklich hin. Das ist, er sagt nicht mal was. Das ist hinter sie, Lichtschwert aktiviert, tot, weg. Er hat keine Emotion, gar nichts. Ich meine, zu dem Zeitpunkt ist er auch schon Darth Vader. Aber ja, ist eine sehr kurze Sache und
War schon brutal, muss ich sagen. Ist halt im normalen Film nicht drin. Ist eine gelöschte Szene. Kann man aber beispielsweise auf YouTube sehen. Ja. Ich würde sagen, B-Rang unter Reva. Auch über Darth Maul. Wie gesagt, Darth Maul-Szene habe ich irgendwie nicht richtig mitbekommen. Ist irgendwie nicht viel passiert. Und das ist schon relativ brutal. Aber halt nicht höher, weil es ist wirklich extrem kurz. Es ist selbst kürzer als die sonstigen Order 66 Szenen aus dem Rache des Sith-Film. Und weiß nicht, zu Shaakti habe ich auch nicht so einen Draht, nicht so einen Diepen. Wie es eben zum Beispiel zu Plo Koon oder Obi-Wan oder halt Aayla Secura ist. Ja, ich denke, hier ist ein guter Platz. So, Stess Ellie, eine weitere Rache des Sith-Szene. Ja, die meisten hier sind Szenen aus Rache des Sith. Wird auf ihren Speeder abgeschossen. Auch relativ kurz und relativ, ja, relativ krass. Weil sie wird ja aus dem Speeder geschleudert gegen, ich glaube, einen Felsen. Der Speeder hat halt einen Unfall durch die Klone, die ja hinter sie gehen und das Feuer öffnen. Aber auch zu Stess Ellie habe ich nicht so wirklich einen Draht. Und so wirklich, also es gibt traurigere Order 66 Szenen. Ja, ich mache sie hier hin. Ich mache sie hier hin vor Ki-Adi-Mundi, aber unter die restlichen tatsächlich. Dafür ist mir die Szene einfach zu kurz und zu ihr habe ich tatsächlich gar keinen Draht. Sie ist über Ki-Adi-Mundi, weil ich Ki-Adi-Mundi absolut nicht mag. Also negativ und bei ihr ist es neutral. Deswegen. Ist es ne, ja, deswegen ist es hier aber halt auch nicht höher. Ich habe hier einfach keinen Draht. Yoda. Ja, Yoda. Das ist halt. Da ist halt die Order 66 auch nicht richtig ausgeführt worden, ne? Weil er wird ja nicht getötet. Also er ist ja auch einer der Jedi, die überleben. Er köpft die beiden Klone, die ihn töten wollen. Commander Green. Oder Gree, glaube ich. Und bei dem anderen Klon weiß ich den Namen gerade nicht. Bitter ist, dass der andere Klon, der ihn töten will, einer der Klone ist aus der ersten The Clone Wars Folge. Also er ist ja in der ersten The Clone Wars Folge mit drei Klonen unterwegs, wegen Ventress, also auf Toldaria, bei diesem Wettbewerb quasi. Und er hat ja jedem der Klone einen Rat gegeben. Und einer dieser Klone war eben mit Commander Gree auf Kashyyyk. Und hat dann ja halt versucht, Yoda zu töten. Die hatten auch einen relativ engen Draht, deswegen macht das auch tragisch. Auch die anderen beiden Klone, denen er einen Rat gegeben hat. Also einer war auf jeden Fall nach seinem Duell mit Darth Sidious im Senat vertreten, meine ich. Der gehörte zu den Coruscant-Wachen. Beim dritten Klon weiß ich es gerade nicht. Aber ist auch extrem bitter tatsächlich, dass er von einem Klon getötet werden soll, dem er einen Rat gegeben hat, der dieser Klon hat den Rat befolgt, stand eigentlich sie relativ nah und ja. Ich meine, er spürt halt die ganzen toten Jedi, deswegen ist er auch vorgewarnt, deswegen konnte er die beiden Klone hinrichten, also köpfen, bevor sie ihn erschießen konnten. Und dann wurde er ja von den Wookies von Chewbacca und ich glaube Tarfool in Sicherheit gebracht. Ja. Finde ich jetzt nicht die traurigste Order 66 Szene, aber wenn man die Backgrounds kennt, erwischt es einen schon. Ich würde sagen B-Rang. Ich würde sagen B-Rang. Und ich würde sagen über Shaak Ti. Unter Reva, denn Revas Szene geht einfach länger und ist ein bisschen persönlicher. Aber über Shaak Ti, denn Shaak Ti ist im normalen Film gar nicht drin. Wie gesagt, ist eine gelöschte Szene und geht kürzer und. Ich denke, da passt es ganz gut. So, die Jünglinge. Die Kinder, die Anakin abschlachtet. In der Kammer des Rates, glaube ich. Die halt Anakin, weil sie ihn ja noch für einen Guten halten, fragen, was sie tun sollen, weil es halt zu viele Klone sind. Ja, auch bitter, ne? Kindermörder. Man kriegt die Szene halt nicht mit. Man kriegt mit, wie Anakin die Kammer betritt. Von dem Jüngling wird er halt angesprochen und er aktiviert seine Klinge. Man weiß im Nachhinein, dass er die Kinder alle getötet hat. Man sieht die Szene selber aber nicht. Das macht es für mich schwierig, die zu beurteilen. Ich meine, Kinder sind halt schon krass. Kinder wie eben zum Beispiel auch bei Reva oder eben auch bei Grogu. Kinder sind schon krass, weil die waren kleine Kinder. Waren ja nicht mal Padawane. Aber man kriegt halt die Szene nicht mit. Man sieht die Leichen später.
und kriegt halt die Holo-Aufzeichnung mit, die er auch Obi-Wan anschaut, die auch Obi-Wan bis ins Mark schockiert. Aber so wirklich krass. Ich würde es in B-Rang einsortieren. Ich sortiere es nicht höher ein, weil man halt es selber nicht sieht, aber auch nicht tiefer, weil es hier um den Tod von Kindern geht. Deswegen würde ich auch sagen, Vorschlag T. Hinter Yoda. Hinter Yoda, weil zu Yoda habe ich mehr Kontakt, mehr Draht. Zu den Kindern hat man einfach keinen Draht gehabt. Deswegen dahinter, aber Vorschlag T. Und der letzte für heute ist der Zet-Yukasa, ein Padawan. Das ist der Padawan, den Bail Organa fallen sieht. Also Bail Organa geht ja zum Jedi-Tempel, er weiß ja nicht, was los ist, wir wissen, was los ist, die Klone halten ihn auf, zwingen ihn mit vorgehaltener Waffe zurück zum Speeder und ja, dieser Padawan greift die Klone an. Er kann einige töten, wird aber halt dann vor Bails Augen niedergeschossen und Bail wollen sie dann auch killen, aber er kann rechtzeitig mit dem Speeder entkommen. Ist auch bitter, weil auch das ist höchstens ein Junge. Ich meine, der ist kein Kleinkind mehr, aber ja, trotzdem ein Kind. Und er hat einige Klone gekillt, wie gesagt. Er konnte das Lichtschwert für sein Alter, finde ich, gar nicht so schlecht benutzen. Aber es hat halt nicht gereicht, was soll man sagen? Ja, das ist für mich auch ein B-Rang. Das ist für mich auch ein B-Rang, das ist sehr schwer, weil hier hat es halt harte Konkurrenz. Ich würde sagen, es ist hier. Über Reva tatsächlich, weil wie gesagt, zum der Kenobi-Serie, die mag ich teilweise nicht so. Auch über den anderen, weil das hat ein Kind, was offen vor einem Senator erschossen wird. Aber und na, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, sorry. Unter die Papilaba, weil die Szene ist einfach länger und Rebels geht halt ausführlicher ein bisschen ein. Kam halt auch im Nachhinein, ne? Ist ein bisschen schwierig. Ging halt einfach ausführlicher drauf ein als bei dem Rache des Sith-Film. Und ja, ich denke, das ist eine gute Auflistung. Ich bin sehr gespannt, wie ihr darüber denkt. Wir haben jetzt hier zwei in S-Rang, einmal Ahsoka und einmal Jared Hall. Im A-Rang Obi-Wan, Aayla Secura und Plo Koon. In B-Rang die Babylaber, dann der Zett, die Reva, Yoda, die Jünglinge und Jark Ti. Im C-Rang Darth Maul und Grogu und im D-Rang Stas-Ali und Ki-Adi-Mundi. Ist eigentlich eine recht schöne Auflistung geworden, muss ich sagen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu kurz war. Naja, 37 Minuten. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelchen Mist erzählt habe, weil wie gesagt, so deep im Thema bin ich nicht. Momentan. Aber ja, wir können ja mal sagen, ob ihr mal mehr Star Wars Tierlist sehen wollt. An sich hätte ich da schon Bock drauf. Und genau, ich denke, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann später wieder dabei seid bei der anderen Folge. Bei der Was wäre, wenn in Mittelerde Folge. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.